Ah, die wird scheiße. Also ich möchte echt nicht reinlaufen, die scheiß Drecksdinger. Darin kann ich ganz rechts unten, wenn man sieht, meinen Strom aufladen. Ich habe aber bloß einen bestimmten Maximallevel. Das ist ein kleines Problemchen, aber das lässt sich upgraden im Laufe des Spiels. Man bekommt auch viele Ausrüstungsgegenstände. Und Waffen. Man kann viel Zerstörung anrichten. Haha, ich mache jetzt die Tür auf. Weil ich weiß, dass ich jetzt Kontakt mit ferngesteuerten Wartungsmech. Thermatron. Toll. Zerstören! Nicht gut. Komm her. Jetzt muss ich einen Alarm abschalten. Da unten ist es. Die Zivilisten machen auch den Alarm an. Das ist ziemlich scheiße. Also das ist praktisch auch ein Grund, warum man sie fast abschießen muss, aber naja, ihr wisst ja, Moral. Heutzutage sind sie eh ein bisschen empfindlicher wie früher. Naja, was soll's. Eine Keycard. Sehr schön. Ah, Energie habe ich noch nicht verloren. So. Okay. Ist recht. So, da brauche ich die Keycard. Ah! Shit. Das ist Alarm. Schlecht. Ich hasse Alarm. Das sollte ich nicht durch. So. Die noch schon ansammeln? Ja, ah, schon Gegner. Die sind ja so schwer. Ne, oben mische ich auch. Ja, also. Das schaffst du auch. So. So. Ah! Naja. Ah! Mistviech. Wachdienst! Wachdienst! Ist hier nicht eine Falle irgendwo gewesen? Nee. So. Komm, stirb! Was auch immer recht lustig ist, das kann ich gleich mal machen, ist in da oben Computer lesen. Weil das sieht man mal, wie arschlochmäßig dieses Unternehmen ist, dieses Konsortium. Ja. Wie nett. Kündigungsschutz, ne? So, da ist die Keycard. Ja, wieso sind jetzt zwei Stück? Jetzt hat der Schutzschild gespielt. Hihihi. Jetzt sag mal! Geht's noch? Oh, ich bin full on health. Das sind übrigens Überwachungsmonitore, die sind relativ uninteressant. Es sei denn, man bekommt mal einen Mech zu steuern, aber zum Glück kenne ich die ersten Missionen noch so gut, dass ich ungefähr weiß, welche das sind. Oh, da muss ich dann speichern.
So. Jetzt erstmal weiter hier im Text. Oh, hier bin ich aber gut durchgekommen. So. Guter Gewehr. Denkst du? Oh, da war eine Kamera. So, ist das da irgendwas? Granaten im Getränkeschrank. Oh. Wo 7-0? Ja, super. Ressort? Ah, Ionengenerator. Ich glaube, das verstärkt mein Schild ein bisschen. Ah, Gegner. Scheiße. Jetzt ist das Ding auch kaputt. Naja, mit Pack. Wie wär's denn damit? 270 war's, ne? Puh. Sonst hätt's Alarm gegeben. Ist ja auch egal. Gott, was mache ich denn heute? Ah! Stirb! Eine Energiezelle. Nicht gut. Ich traue diesen Fässern nicht. Die rollen manchmal unkontrolliert los. Denke ich mir doch, ich habe was gesehen. So. Jetzt kann ich ihm alles anschalten. Im zweiten Teil wäre er gefroren. Ja, es gibt zwei Teile von dem Spiel, geplant waren eigentlich, glaube ich, sogar mal drei, aber der dritte ist dann nie was geworden. Hat sich dann Tony Sorovec verabschiedet und, und Origin ist dann pleite gegangen oder auch wieder aufgelöst. Erwisch mich nicht. Der Alarm wurde deaktiviert. Gebiet. Ja, da werden dann meistens Fallen ausgelöst, deswegen mag ich Alarme nicht. Okay. Nein! So, jetzt muss ich aber mal speichern. Denn... Holter die Polter. Das sind immer so Stellen. Da rutscht man ganz leicht vom Rand ab und dann ist man tot. Eindringling entdeckt. Eindringlinge, das sind voll die Bayern, du. Mach den. Ach, göttlich. So. Ich sollte nicht das Fass kaputt schießen. Puh. Weil sonst ist der Boden ein bisschen locker und dann kann ich auch runterfallen. So, und das war auch so eine assige Stelle hier. Bin ich auch immer reingefallen. Der Soundtrack zu dem Spiel ist übrigens einfach nur schön. Kann man nichts weiter zu sagen. Ja, so. Kommt her! Ich bin der Silencer! Ich springe euch zum Schweigen! Oh! Energiezellen! Haftmine Detonation Pack! Also ich
nutzt nicht einmal einen Bruchteil von dem, was im Spiel eigentlich möglich ist. Wobei ich das Zeug später alles brauche, also wenn es so richtig dran geht, Sabotageaktionen zu machen oder... Ja, das meine ich. Wie er sein Schicksal hinnimmt, ja? So, sehr schön. Stirb! Voll ins Kreuz geschossen. Jetzt treffe ich, glaube ich, den... den Informanten mit meiner Keycard. Oh, was haben wir da? Ich liebe Kisten. Das ist richtig Looting fast. Ferngelenkte Wachstation. Ja, schön für dich. Ich glaube, ich mache die erste Ebene. Die Missionen sind nämlich auch in Ebenen unterteilt, also wirklich verschiedene Levels innerhalb der Mission. Und ja, genau. Hier ist Ihr Sicherheitsausweis. Er ist bis zur Ebene 3 gültig. Passen Sie auf der vierten Ebene auf. Dort patrouillieren eine Menge Max. Hören Sie, teilen Sie der Zentrale mit, dass ein anderer Verbindungsmann gefunden werden muss. Ich setze meine Deckung aufs Spiel, wenn ich mich mit Ihnen treffe. Ich bin ein Wissenschaftler. Die Leute im Labor könnten Verdacht schöpfen. Es ist riskant für mich. Beeilen Sie sich, die Wachen kommen hierher. Alarm, Stufe rot. Alarm, ein Boot. Ah! Ja, da hinten ist ein Alarm. Ich will dahin. Bevor sie noch mehr teleportieren. Ah, geh weg. Später gibt's richtig böse Gegner, von denen will man wirklich nicht abstehen. So, was war denn da oben? Ich glaube ein Teleporter. Und da komme ich zum ersten großen Geschützturm, wo ich meine Spinnenminen brauche. So. Genau. Das Problem ist, dieser Geschützturm, wenn ich jetzt drauf schießen würde, der würde... Tot! Der würde... der hat ein Schutzschild. Oh, sehr schön. Kann ich den durch die Wand tun? Nee. Deswegen nehme ich jetzt meine Spinnenminen. Man sieht ganz oben am Bildschirmrand so einen Zylinder. Den muss ich kaputt machen, weil das die Stromversorgung vom Geschützturm ist. Und solche Rätselchen, also die werden noch weitaus komplexer, hat man öfter. Da noch einer? Ach, das Ding hat da kein Schild. Ich habe mir gedacht, das hat ein Schild. Gut, kaputt. Na? Hilfe! Na? Ah! Es ist immer das Schlimmste, wenn sie Hilfe rufen. Bloß erschießen, weil sonst rennen die zum nächsten Alarmschalter. Bastarde. Kiste! Granatwerfer, sehr schön. Wenn Teleporter an der Seite, wenn die Lichter so blinken, das heißt, ich kann die benutzen. So, zur Erklärung. Ich habe fast das Gefühl, das ist, ich sage immer den jüngeren Zuschauern, weil es leider so ist, es ist den jüngeren Zuschauern viel zu langsam und langweilig, aber wenn ihr wüsstet.